2024 gab es meiner Meinung nach zumindest einige richtig, richtig gute Horrorfilme. Es gab aber auch einige, die fand ich richtig, richtig scheiße. Hier kommt jetzt aber auf jeden Fall mal der kontroverseste. Und zwar der neue Horror-Thriller Long Legs, unter anderem mit Nicolas Cage, ist jetzt raus und spaltet so richtig krass die Gemüter. Also viele finden ihn entweder richtig, richtig stark, vor allem Filmkritiker und so. Man hört sau oft, der beste Horrorfilm des Jahres. Und auf der anderen Seite sind viele Leute, die den wahnsinnig scheiße finden. Und ich erzähle euch jetzt einfach mal komplett spoilerfrei, wo ich da in der ganzen Sache stehe, und sag dir natürlich auch trotzdem, ob der Film was für dich ist. Schon mal vorweg, Longlegs hatte einen richtig, richtig krassen Hype und dem ging auch eigentlich ein ziemlich starker Trailer voraus. Und ich dachte mir so, okay, Serienmörder, es wird alles so ein bisschen okkult und so weiter. Dann hört man die Stimme von Nicolas Cage und der hat in den letzten Jahren ja doch einige echt richtig, richtig gute Performances abgeliefert. Und da war der Hype-Train auch so ein bisschen geboren mit so ein paar Tricks. Und ich sag schon mal im Voraus, wenn ihr auf so Serienkiller steht, dann könnte der Film euch auf jeden Fall gefallen, denn das ist kein so ein reinrassiger Horrorfilm, wie der Trailer vermuten lässt, sondern ist es dann doch eher mehr Thriller. Also halt einfach ein Horror-Thriller, aber es ist jetzt weniger so ein purer Horrorfilm mit Satanic-Shit und so weiter, sondern doch einfach mehr so ein, auch so ein, teilweise so ein bisschen Film-Noir. Horror-Thriller. Hauptcharakter ist hier Lee Harker, die arbeitet beim FBI und wird zu einer Mordserie dazugerufen, weil man sagt, dass sie so ein spezielles Talent oder eine besondere Fähigkeit für diese Art Fälle hat. Und so startet der Film da schon durch, wenn man denkt, okay, die Frau ist schon ziemlich besonders, ist auch so socially awkward, also man merkt auch viel, das ist so ein sehr besonderer Mensch, die ist sehr introvertiert, kommt mit vielen anderen Menschen und mit Kindern nicht so ganz klar, und deswegen ist sie doch schon von Anfang an irgendwie ein spannender Charakter, wie ich fand. Und dann gibt's halt eben diese Mordserie und die ist nicht nur brutal oder irgendwie gruselig, sondern die klingt auch einfach sehr unheimlich und auch so ein bisschen unwirklich, weil man da nicht so ganz weiß, wie soll es da weitergehen. Deswegen ist sie ja eben da und soll so Schritt für Schritt rausfinden, wer ist dieser Serienkiller, wo ist der, weil die natürlich versuchen wollen, den zu stoppen. Und ich möchte ja möglichst wenig drüber sagen, weil je weniger ihr über diesen Film wisst, desto besser kann der wirken. Wenn der euch gefällt, gehe ich noch im Detail drauf ein, weil das ist doch ein sehr, sehr spezieller Film. Und auch bei der Story, auch wenn es hier viele Twists und Turns gibt und so weiter, ist die doch eigentlich relativ flach, in dem Sinne, dass die Charaktere gar nicht so viel Tiefe bekommen. Was Tiefe bekommt in dieser Geschichte, sind die Charaktere irgendwie trotzdem, weil sehr viel wird nicht erklärt. Also ich versuche es irgendwie ein bisschen simpler darzustellen. Vieles kriegt man nicht so ins Gesicht gehauen und man kriegt auch nicht so viel Hintergrundgeschichte für die Charaktere mit. Man merkt aber dadurch, dass der Film sehr langsam erzählt wird, durch die Gestik und Mimik und durch das Feeling doch sehr viel mit, wie die Charaktere so drauf sind. Und es ist eben nicht nur Lee Harker so ein besonderer Mensch, sage ich jetzt mal, sondern ihr Polizistenkollege und der Serienkiller, den man dann auch hier und da mal kurz zu sehen bekommt. Es gibt auch Rückblenden und so weiter. Da passiert wahnsinnig viel, aber auch nicht. Weil es wird halt einfach nicht viel erklärt. Man muss sich sehr viel selber zusammenreimen, man muss sehr viel interpretieren. Und dann merkt man schon bei der Story, das ist schon der erste Punkt, man muss das wirklich mögen. Also der Film ist wahnsinnig langsam und atmosphärisch und erklärt sehr viel nicht und lässt sehr viel im Unklaren bis zum Ende. Und das muss man mögen. Das muss man wirklich mögen. Und ich kann schon mal voraussagen, ich mag das total. Ich finde es super, wenn man so den Freiraum hat, da so ein bisschen seinen eigenen Kopf spielen zu lassen oder dann noch so ein bisschen zu rätseln, auch im Nachgang in dem Film so, ist das jetzt so gemeint oder so, wie passiert es das und ne? Ich mag das, ich kann mir auch gut vorstellen, dass es viele richtig, richtig scheiße finden. Um die Story jetzt aber noch abschließend zu beurteilen, muss ich sagen, das Ende fand ich dann leider doch relativ enttäuschend, dadurch, dass die Atmosphäre die ganze Zeit so dicht ist und alles ist spannend und man leidet mit den Charakteren so mit und es passt alles richtig, richtig gut von der Atmosphäre her und so weiter. Und dann dachte ich am Ende, da wird jetzt nochmal so ein richtiger Knall kommen und da kommt auch ein Twist und der geht auch mal so ein bisschen Richtung Magengrube, aber ich habe da einfach ein bisschen mehr erwartet und vor allem endet der Film so ganz plötzlich, bei dem man gerade so das Gefühl hat, jetzt kommt so das Highlight und dann ist der Film aber leider schon vorbei. Das fand ich so von der Story her wirklich, verschwendetes Potenzial. Kameraarbeit und der ganze Look ist dabei absolut fantastisch. Also der Film ist sehr weitwinklig, er ist sehr ruhig erzählt, teilweise wahnsinnig wenige Kamerabewegungen, gerade was die Rückblenden angeht, und das sieht einfach fantastisch aus. Das sind wahnsinnig schöne Kompositionen dabei, das Licht, die Farben, manchmal sogar unerwartet symmetrisch. Also der Film spielt sehr viel auch mit Strukturen, mit Perspektiven, mit Licht und Schatten und auch im übertragenen Sinne
möchte ich jetzt nicht zu viel sagen, könnte man da auch sehr viel reininterpretieren, was so Kameraarbeit und so weiter angeht, wie es so passend zu der Szene und zum Feeling geht und so. Auf jeden Fall in der Hinsicht ganz, ganz großes Kino. Eine Sache hat mich aber richtig abgefuckt, was so das Bild angeht, und zwar, ich hoffe, ich vermisse jetzt keinem von euch den Film, aber der ganze Film flimmert die ganze Zeit so ein kleines bisschen. Vor allem hellere Ebenen, gerade so der Himmel, da merkt man es eigentlich am meisten, der flimmert immer wieder so ein bisschen. Und ich weiß nicht warum, ich kann sowas gar nicht ab. Ich sehe das dann einmal, dann sehe ich es die ganze Zeit und dann nervt es mich. Sorry, dass ich da irgendwie vielleicht zu krass im Detail oder zu empfindlich bin irgendwie, aber ich fand das ganz schrecklich. Micah Monroe spielt hier Lee Harker und liefert absolut ab. Das ist einfach nur der Abschuss. Also, die ist eh schon ein sehr seltsamer Mensch und das ist natürlich sehr schwierig zu spielen, finde ich, weil es halt einfach immer wieder so awkward ist und es immer wieder Stellen gibt, die eigentlich in anderen Filmen lustig wären, hier aber überhaupt nicht lustig vorkommen, und das liegt eigentlich nur an ihrem Schauspiel. Die ist wirklich der absolute Hammer, wie vielschichtig und krass und wie viel da auch eigentlich rüberkommt in Szenen, und man, wenn man so ein bisschen aufpasst und ein bisschen empathisch ist, so richtig den Subtext versteht, was da gerade so in ihrem Kopf abgeht, und das ist schon richtig, richtig krass. Und natürlich muss ich sagen, auch Nicolas Cage, obwohl er sehr wenig Stage-Time bekommt, hat er hier eine Rolle, in der er gar nicht so overacted, in der er wirklich richtig serious rüberkommt, und also so ein paar Szenen, die der hatte, sind so mit die besten im ganzen Film, und Nicolas Cage liefert hier ab wie die letzten Jahre auch, und zwar auf unfassbar hohem Niveau, und boah, der ist schon echt gruselig geworden. Soundtrack ist hier ebenfalls richtig, richtig stark. Ich muss aber auch sagen, dass es oft auch keinen Soundtrack gibt. Und zwar macht der Film auch teilweise auch einfach dieses Ding, dass es, wenn es spannend wird, auch einfach mal gar nichts kommt an Soundtrack. Und es passt hier wirklich oft wie die Faust aufs Auge. Dadurch wird die Spannung unfassbar hochgetrieben und auch in den richtigen Stellen kommt da dann auch wieder der Soundtrack, und das verdichtet die ohnehin schon wahnsinnig dichte Atmosphäre von dem Film nochmal weiter. Also hier auch der Soundtrack, da hat jemand richtig, richtig stark abgeliefert. Ja, und jetzt wisst ihr schon, Longlegs ist so ein Film, ich glaube, das ist einfach so ein Film, entweder man liebt ihn oder man hasst ihn, wenn ihr auf so einen Horrorfilm mit viel Schauwerten steht, der einfach so zack, 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 eins nach dem anderen so abhakt und so ein bisschen durchfetzt oder super gory ist oder auch eben alles erklärt, dann ist der Film hier absolut nichts für euch. Also ich sage es mal so, die typischen, wie war das jetzt gemeint, ich verstehe es nicht, Menschen, die werden damit absolut keinen Spaß haben. Wenn ihr Bock habt auf so, ja, es ist schon sehr arthausig, muss ich sagen, auf einen langsamen Film, der atmosphärisch ist, der viel Raum für Interpretationen lässt und der einen so ein bisschen verlassen am Ende da sitzen lässt, aber denkt sich, what the fuck? Und wenn ihr so diese langsame, düstere Atmosphäre, in der so alles irgendwie zusammenkommt, wenn ihr das wirklich feiern könnt, so wie ich, dann könnte der Film aber trotzdem auf jeden Fall was für euch sein. Und so bekommt Longlegs zumindest 7 von 10. Ich fand die Kameraarbeit toll und die Atmosphäre und wie das alles zusammenpasst mit den Schauspielern und die Geschichte an sich und so weiter. Das fand ich alles richtig, richtig stark, aber das Flimmern ist mir auf den Sack gegangen und das Ende war dann leider doch eine herbe Enttäuschung. Das war's von meiner Seite aus. Wie hat euch Longlegs gefallen? Schreibt's mir in die Kommentare. Ich bin wahnsinnig gespannt, weil es gibt irgendwie gefühlt wirklich nur Leute, die den toll finden oder richtig, richtig scheiße. Da bin ich mit meinen 7 von 10 ja quasi fast schon in der Mitte gelandet. Unglaublich.